Ja, herzlich willkommen zurück zu Retropulsiv 15.0.7. Wir sind mittlerweile beim nächsten Vortragenden angelangt, bei einem sehr geschätzten Gast der Retropulsiv. Norbert Kehrer ist wieder virtuell mit dabei und hat uns ein kleines, er sagt selber prototypisch oder wie soll ich sagen, kurzen Einblick in seine Beschäftigung mit einem Flugsimulator mitgebracht. Er hat jetzt noch nicht ganz verraten, für was IFR steht, aber lassen wir uns überraschen. Ich denke, Norbert wird die Frage auf jeden Fall souverän beantworten können. Ich freue mich auf den Vortrag über den IFR-Flugsimulator mit der Cessna in den Nachthimmel. Ja, vielen Dank, Thorsten. Ich freue mich, dass ich wieder bei der Retropulsiv ein klein bisschen über ein Projekt erzählen darf, das ich jetzt vor kurzem oder vor einem halben Jahr eigentlich schon wieder gemacht habe, wo ich auch inzwischen schon wieder viel vergessen habe. Es ist ein unvollendetes Projekt. Es geht um den IFR-Flugsimulator. Und dieser IFR-Flugsimulator ist eine Software aus den 80er Jahren, aus dem Jahr 1983, und ist ein wirklich sehr einfaches Programm. Und ja, also es haut einen sozusagen nicht vom Hocker, wenn man damit spielt. Ich selber kenne das. Ich habe das als Sicherungskopie, sage ich einmal, in den frühen 80er Jahren bekommen für meinen C64 und habe dann auch ein bisschen damit gespielt. Und ja, es ist, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, auf die schwache oder nicht vorhandene Grafik, gar nicht so schlecht, ja. Also ein ganz, ganz nettes Spielzeug und gar nicht so einfach auch. Und von der Schwierigkeit, es zu fliegen oder damit zu fliegen und den simulierten Flug zu machen, ist, würde ich sagen, ja, na, schon fast so schwierig, mit einem wirklichen Flugzeug zu fliegen, würde ich jetzt einmal sagen. Aber das liegt eher jetzt an der Bedienung und an der Geschwindigkeit, ja. Aber ihr werdet das dann gleich sehen. Ich erzähle einfach nur kurz, was ist dieser Simulator und was habe ich damit gemacht? Ich habe ein paar Punkte vorbereitet. Ich erzähle, wie gesagt, am Anfang ein bisschen etwas über den IFR-Simulator, der ja für den VC20 als erstes erschienen ist und später dann auch für den C64. Ich selber habe die C64-Version hauptsächlich gespielt und kann dazu auch ein bisschen etwas sagen. Die VC20-Version, da habe ich eigentlich nur einen Screenshot dabei. Ich habe mir das am Emulator auch einmal angeschaut, aber es ist sehr ähnlich. Es ist eigentlich fast ein 1:1-Port, das am C64 dann erfolgt. Dann zeige ich nur kurz oder erzähle kurz, was wird simuliert, also worum geht es da eigentlich bei dieser IFR-Flugsimulation. Erzähle euch ein paar Punkte, wie ist dieser Flugsimulator programmiert, ein bisschen technisch. Und dann das Übliche, was ich oft probiere, wenn ich mich mit so Alterssoftware auch beschäftige oder näher beschäftige. Wie habe ich probiert, das Ganze auf einen Browser zu portieren, indem ich den eben auf JavaScript übersetze. Und zum Schluss noch eine kleine Ausrede, warum ich damit nie fertig geworden bin oder warum, was mich da wieder abgelenkt hat, um das Projekt wirklich zu finalisieren, obwohl eigentlich gar nicht mehr so viel fehlen würde. Ja, und da steige ich dann einfach ein. Also wie schon gesagt, der IFR-Flugsimulator ist also ein sehr einfacher Flugsimulator. Ich zeige ihn euch dann gleich ohne große Grafik, fast überhaupt keine Grafik, sondern eher nur eine textliche Darstellung. 1983 in den USA erschienen. Die Softwarefirma, die ihn herausgebracht hat, heißt Academy Software. Und wie gesagt, für den VC20 und einen Monat später oder zwei Monate später für den C64 erschienen. Am VC20 war es übrigens eine Cartridge-Version und ich glaube, C64 war dann Kassettenversion und vielleicht auch eine Diskettenversion, die da rausgekommen ist. Ja, geschrieben wurde dieser Flugsimulator von einem Amerikaner namens Ron Van Tyer. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und zwar war das ganze Programm in Basic geschrieben. Also ich selber habe das Programm damals geladen und wenn man es gelistet hat, war das nur ein Systembefehl. Also eigentlich war ich mir ziemlich sicher, das ist ein Maschinenprogramm. Aber das ist nur ein kleines Maschinenprogramm, dass das Basic, das darunterliegende Basic dann eigentlich nur freischaltet, indem es sozusagen die richtige Basic-Startadresse
festlegt, wo der Basic-Code beginnt, und dann ist es eigentlich ein reines Basic-Programm. Und naja, wenn man das hört, dann kann man sich schon vorstellen, dass es vielleicht von der Geschwindigkeit und von der Qualität, Grafikqualität vor allem auch, nicht ganz so sein kann, wie wenn man das Ganze in Maschinencode schreiben würde. Aber wie gesagt, trotzdem gar nicht so schlecht. Und obwohl es in Basic ist und so langsam, war es zwar nur kurz, aber doch ziemlich erfolgreich. Zumindest schreibt das der Autor Ron Van Tyer. Das kann ich euch auch ans Herz legen. Also wenn euch das interessiert, wenn ihr da die nach Ron Van Tyer sucht oder nach dem IFR-Flugsimulator auf Google, dann findet ihr die Seite von dem Ron Van Tyer, dem Autor. Und der hat einen ganz netten Write-up eigentlich zu dem, wie er diesen Simulator geschrieben hat und wie es ihm dabei gegangen ist. Und dass er eigentlich auch ziemlich erfolgreich war. Weil man würde es kaum glauben, also wenn es wahr ist, was er so schreibt, hat der Ron Van Tyer dieses Programm rausgebracht, ziemlich gut verkauft über diese Academy-Software und hat damit insgesamt für beide Versionen, VC20 und C64, $50.000 an Tantiemen verdient, was also eigentlich sehr viel Geld ist. Das ist seine Aussage, 2x25.000. Und das ist wirklich schon sehr viel Geld, vor allem für ein Basic-Programm, das nicht einmal besonders lang ist, würde ich sagen. und Ron schreibt dann, und diese 50.000 haben es ihm eigentlich ermöglicht, sein erstes Flugzeug zu kaufen. Und das war dann, oder zumindest ein Teil vielleicht davon, ich weiß nicht, das war dann dieser Flieger hier, der hier steht, eine Cessna. Und das ist der Autor Ron Van Tyer, damals eben in der Zeit. Also so, also wer Lust hat, kann sich das auf seiner Homepage lesen. Und wie gesagt, war wirklich nett, sehr nett zu lesen. Ja, kann ich nur empfehlen. Genau, was, vielleicht zeige ich mal kurz diesen Simulator her, bevor ich mal sage, was wird simuliert. Ich erzähle mal, was simuliert er eigentlich, und dann zeige ich Ihnen her, wie das dann auf dem C64 ausschaut. Simuliert wird eigentlich das Fliegen mit so einer Cessna 172RG. Das ist so ein Propellerflugzeug, also eigentlich so eine Art Propellerflugzeug, ein sehr kleines eigentlich, aber ziemlich kommerziell ziemlich erfolgreich. Die Cessna-Maschinen waren da im Markt relativ stark verbreitet und erschwinglich sozusagen. Und ja, dieses Flugzeug gilt es zu fliegen, ne? Und zwar mit dem Computer dann, eben mit dem VC20 bzw. C64. Vielleicht nur kurz für einige von euch oder für die meisten von euch vielleicht, zumindest war es bei mir so, wird es gar nicht so klar sein, wie man ein Flugzeug überhaupt fliegt. Ein Flugzeug, wenn es in der Luft ist, wird im Wesentlichen darüber gesteuert, wie es in der Luft liegt sozusagen. Durch den Propeller erfährt es einen Vortrieb und fliegt also entlang der Längsachse. Und wenn man jetzt das Flugzeug nach links oder rechts steuern möchte, dann erfolgt das dadurch, dass man das Flugzeug kippt. Also man muss das entlang der Längsachse sozusagen drehen, zur Seite drehen, und dann fliegt seine Kurve. Und dieses zur Seite drehen erfolgt über so kleine Klappen hier, die da außen sind, die sogenannten Querruder, die an den Tragflächen angebracht sind. Und wenn der eine einfach verändert wird, dann dreht sich das Flugzeug oder kippt das Flugzeug zur Seite, und damit fliegt es dann eine Kurve nach rechts, beziehungsweise wenn es auf die andere Seite kippt, fliegt es eine Kurve nach links. Also die Steuerung erfolgt nicht, wenn wir glauben würde, da hinten mit dem sogenannten Seitenruder oder sowas, sondern einfach durch das Kippen des Flugzeugs. Wenn man nach oben oder unten fliegen muss, muss man das Flugzeug auch kippen in der Querachse sozusagen. Sogenannter Pitch nennt sich das, diese Drehung oder dieser Winkel, um den das Flugzeug nach oben oder nach unten zeigt, nennt sich Pitch. Und da fliegt das Flugzeug natürlich klarerweise nach oben und nach unten. Das erfolgt da hinten durch die sogenannten Höhenruder auf den hinteren kleinen Flügeln hier. Gibt so Klappen, mit denen das Flugzeug eben so entlang dieser Querachse gedreht werden kann und nach oben, nach unten geflogen werden kann. Und so steuert man den Flieger nach links, rechts, oben, unten und bewegt sich durch die Luft. Was da hinten ist, das Seitenruder, wie man das nennt, das dient normalerweise nicht dazu, um den Flieger nach links und rechts zu steuern, sondern nur, um das Flugzeug, wenn Gegenwind oder wenn Seitenwinde sind oder so, ein bisschen schräg zu stellen zur Flugrichtung, um dann den Kurs zu halten. Also das ist
Nur so viel zur Theorie sozusagen des Fluges. Man braucht das dann mit dem Simulator selber nicht eigentlich, sondern das wird sowieso durch den Joystick dann übernommen, diese einzelnen Steuerungsaktionen. Wenn man fliegt, im Cockpit drinnen, sieht man hier, das ist also das Cockpit-Ansicht zu einer Cessna, da sieht man hier diese die Steuerknüppel, wenn man so möchte, auf Englisch heißen die Yokes, das ist wie so ein kleines Lenkrad und die kann man eben lenken nach links und rechts und kann es nach hinten ziehen und nach vor, um den Flieger nach oben und nach unten zu bewegen. Also und einfach das Flugzeug zu drehen, um diese Querachse eben nach oben zu fliegen. Wenn man Gas geben will, da gibt es da so einen kleinen Schieber, den kann man rausziehen, dann wird mehr Gas gegeben und reindrücken, dann wird weniger Gas gegeben. Da unten sind noch zwei Pedale, mit denen kann man die Seitenruder betätigen und das Flugzeug ein bisschen links und rechts drehen. Genau, mehr ist das nicht. Also man sieht also dann, hier sind ziemlich viele so Instrumente, Anzeigeinstrumente drauf. Das sind noch wenig natürlich auf so einem kleinen Flugzeug, aber die sind hier drauf und da unter diesen Instrumenten, da gibt es immer fast bei jedem Flieger, ich glaube, das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, ein sogenanntes das Sixpack. Das sind sechs wesentliche Fluginstrumente, die anzeigen, wie das Flugzeug gerade in der Luft liegt. Und die sechs zeigen an, erstens das sogenannte Airspeed, also die Geschwindigkeit des Flugzeugs, dann da unten so ein Turn and Bank Indicator, wie liegt das Flugzeug seitlich, also wie ist es zur Seite gedreht oder nicht. Dann eine Art Kompass, also ein Flugrichtungsanzeiger, da sieht man den Kompass, die Himmelsrichtungen und man sieht, wo man gerade hinfliegt. Also das dreht sich dann, diese Skala, wenn man das Flugzeug verändert, also in der Ausrichtung verändert, in die Richtung, wo man hinfliegt. Dann hier rechts oben der Höhenmesser, Altimeter genannt auf Englisch, der zeigt an, wie hoch man fliegt. Unten die Climb Rate, also der Vertical Speed Indicator, also wie schnell bewege ich mich nach oben oder falle ich nach unten oder eben fliege ich nach unten. Und hier in der Mitte ein sogenannter künstlicher Horizont. Das ist ein Instrument, das zeigt auch an, wie der Flieger in der Luft liegt. Also man sieht schon, das Braune unten soll die Erde sein und das Blaue ist der Himmel, also da ist der Horizont. Und wenn man eben steigt, dann verändert sich das so, das zeige ich dann gleich am C64, verändert sich dieser künstliche Horizont so, wie eben das Flugzeug in der Luft liegt. Also wenn man nach oben fliegt und nach unten fliegt, beziehungsweise links und rechts, soll das so eine Art Darstellung der Außensicht sein. Ja, und diese Instrumente, die werden auch in diesem Flugsimulator dann emuliert. Und ich sage es gleich dazu, mehr nicht. Ne? Und vielleicht zeige ich jetzt an der Stelle einmal einfach diesen Simulator her, wie er von C64 läuft, wenn mir das gelingt. Genau, ich hoffe, ihr könnt jetzt meinen C64-Emulator sehen. Ups, jetzt kämpfe ich mit ähnlichen Problemen wie der Stefan vorher. Ja. So, haben wir da die Tape-Version. So. Okay. Also ich hoffe, ihr seht jetzt meinen C64-Emulator. Und ich starte das jetzt einmal los. Man kann am Anfang so ein Geschicklichkeitslevel eingeben und die Turbulence, also ob es Seitenwinde geben soll oder nicht. Und dann einfach starten. Also wenn man das Ganze startet, dann sieht man, ist der ganze Schirm des C64 gefüllt mit Instrumentenanzeigen. Und man sieht eigentlich, also man sieht nicht, wie man sonst so von den Flugsimulatoren gewohnt ist, eine Sicht aus dem Fenster nach außen. Also das kann man überhaupt nicht sehen. Und man sieht nur die Fluginstrumente. Also hier dieser Airspeed-Messer, wieder das erste der Instrumente, der Tacho sozusagen des Flugzeugs. Dann den Altimeter, den Höhenmesser, den Seitenwinkelanzeiger, VSI, den Vertical Speed Indicator, also ob das Flugzeug fällt oder sinkt. Und hier diesen sogenannten künstlichen Horizont. Wird also alles nur dargestellt. Und ich gebe jetzt einfach mal Gas. Das sieht man hier links, die sogenannte Throttle. Gebe ich Gas und ich starte den Flieger. Also man sieht überhaupt nichts draußen, sondern es ist alles
nur dargestellt, nur diese Instrumente sind sichtbar. Was man hier noch sieht, sind zwei Koordinaten, Nord und West. Wo bin ich gerade? Und ihr seht hier, ja, meine Koordinate verändert sich. Ich bewege mich offensichtlich in Richtung Norden. Hier sehe ich, die Geschwindigkeit ist jetzt schon ziemlich hoch. Und jetzt ist sie ungefähr 80 Knoten und jetzt ziehe ich die Maschine hoch. Und also ich bin jetzt von der Startbahn weggeflogen und ich ziehe die Maschine hoch. Ihr seht hier, der Horizont hat sich hier nach unten bewegt. Das Flugzeug fliegt nach oben. Und dass es nach oben fliegt, sieht man auch hier rechts beim Höhenmesser. Der steigt jetzt. Also die Höhe, die nimmt zu. Es ist so ein Zeigeinstrument und zeigt eben an, wie viele Fuß, in der Fliegerei misst man die Höhe dann nicht in Meter normalerweise, sondern in Fuß, wie viele Fuß über Grund oder in absoluter Höhe, besser gesagt, bin ich jetzt. Und so steigt das Flugzeug jetzt gerade hoch. Also ich bin in einem Steigflug und wenn ich jetzt nach rechts fliege, dann drehe ich das Flugzeug. Ich kann das mit dem Joystick einfach machen und ihr seht schon, hier dieser künstliche Horizont, der verändert sich dann. Und die Koordinaten hier unten, die Koordinaten über Grund verändern sich ebenfalls. Und mehr sieht man da nicht. Also man kann sich dann einfach mit diesen Instrumenten kann man da herumfliegen und einfach versuchen, einen Weg zurückzulegen und auch wieder zu landen. Das ist eigentlich alles. Also eine reine Instrumentensicht, ohne irgendeine 3D-Darstellung oder irgendwas. Man sieht eigentlich nur viele Zahlen, beziehungsweise durch Zeigerstellungen dargestellte Zahlen. Und das ist die ganze Simulation. Jetzt wird man natürlich sagen, naja, das ist vielleicht jetzt nicht so viel. Was soll ich damit? Wenn ich da gar nichts draußen sehe. Aber das ist eben der Trick, oder sagen wir so, der Trick ist der, oder die Realitätsnähe kommt daher. Erstens, der Ron Manteyer schreibt das selber, eine tolle 3D-Darstellung mit dem Commodore 64 oder Commodore VC20 zu machen im Basic, das wäre zu langsam, also wo man wirklich die Außenwelt sieht. Daher hat er sich bewusst sozusagen oder mehr oder weniger müssen auf ein reales Teilszenario des Fliegens beschränkt, nämlich das Fliegen ohne Sicht. Und in der realen Fliegerei gibt es das Problem natürlich auch, wenn es draußen finster ist, wenn überhaupt keine Außensicht ist oder wenn Nebel ist, muss es natürlich auch möglich sein zu fliegen. Daher wird beim Fliegen dort rein mit diesen Instrumenten geflogen. Das heißt, wenn die Außensicht gar nicht vorhanden ist, also du siehst nichts, kannst du dann nur mit den 6 Instrumenten, die ich davor gezeigt habe, kannst du trotzdem fliegen und du verlässt dich mit deinem realen Flugzeug trotzdem voll auf diese 6 Instrumente und du siehst nichts. Und genau dieses Szenario simuliert dieser IFR-Flugsimulator. Und IFR heißt er deswegen, weil dieses Fliegen ohne Außensicht nennt sich in der Fliegerei Fliegen nach den sogenannten Instrument Flight Rules. Also nicht eine andere Abkürzung, die ich vorher von Christian gehört habe, sondern Instrument Flight Rules ist das IFR. Das bedeutet eben Fliegen mehr oder weniger nur nach Instrumenten, nur nach so Instrumentenanzeigen und Zahlen. Und genau, und ihr habt es auch gesehen, nur die Instrumente werden angezeigt. Am VC20, das, was ich am C64 jetzt gezeigt habe, schaut am VC20, also ein bisschen früher die Version, ähnlich aus, aber hat auch durch die geringere Bildschirmauflösung weil es in meiner früheren Version war, hat es ein bisschen weniger Funktionen, aber im Prinzip schaut es genauso aus. Also der Airspeed-Indicator, also wieder der Tacho, der Höhenmesser, der Altimeter, dann haben wir da den Vertical-Speed-Indicator und hier dieser künstliche Horizont wieder, Artificial Horizon, also diese symbolische Nachbildung der Außensicht. Genau, am 64er haben wir es eh schon gesehen, jetzt da stellt sich dieses Display eben so dar. Jetzt bewegt man sich dann nicht einfach in diesem Simulator, einfach in einer flachen Welt sozusagen, wo alles einfach eine Ebene ist, sondern der Ron hat da schon eine Landschaft, wenn man so möchte, eine total primitive Landschaft allerdings abgebildet. Und da gibt es im Handbuch zu diesem IFR-Simulator, gibt es hier die Landkarte dazu, die Master Map nennt er das. Wenn man startet das Spiel, dann befindet man sich hier
Also die Landschaft ist so 250 mal 250 Meilen groß. Das ist einfach ein Quadrat, eine quadratische Fläche, auf der man herumfliegen kann. Das Schwarze hier, das ist eine Landestartbahn. Da fliegt man weg. Das ist der Airport Number One. Und da gibt es weitere, an dieser Welt gibt es weitere Flughäfen. Da ist ein Flughafen, eine Landebahn. Da ist die dritte und da ist die vierte. Und diese Fläche hier hat eine Höhe von 80, also eine Meereshöhe sozusagen von 80 Fuß. Und dann gibt es dann durch eine gerade Linie getrennt mit einem total senkrechten Wand eine Fläche von 600 Metern, also in der Höhe von 600 Meter. Also da ist so eine Stufe drinnen und dann ist hier eine Fläche mit Höhe 600 Meter. Dann sind hier so zwei Riesenwände mit 10.200 Fuß und da ist so ein kleiner Durchgang, wenn ihr seht, mit 2880 Fuß. Also da muss man zuerst, wenn man darüber möchte, in diesem Bereich der Welt, muss ich zuerst hochfliegen, sodass ich diese Stufe hier überwinde und dann auf diesem Plateau darüber fliegen, dann dadurch, durch dieses 2880 Meter hohe Taleinschnitt, wenn man so möchte, durch. Und ich komme dann in diese große Freifläche, die ist 40 Fuß in der Höhe und kann dann hier auf diesen zwei Airports landen. Also man kann sich rein mit dieser Karte, die man nur auf Papier hat und mit den Instrumenten, die man vorher gesehen hat, in dieser Welt bewegen. Also man muss da schon ein bisschen ein räumliches Vorstellungsvermögen haben und das auch dann probieren. Und es ist unglaublich schwer. Also für mich, man glaubt, naja, fliegst du ein bisschen rum, aber es ist eine echte Challenge. Ich habe nur versucht, damals schon und jetzt wieder, nur von diesem Airport 1 wegzufliegen, eine sogenannte Platzrunde zu drehen, einfach eine Runde zu drehen und auf demselben Landebahn wieder zu landen. Also das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Die Landung ist überhaupt das Schwierigste, so wie im echten Leben auch. Das ist zwar nur eine sehr einfache grafische Oberfläche, aber es ist gar nicht so einfach, das zu meistern. Jo, genau. Dann noch kurz, wie schaut das Basic aus, das in dem dieser Flugsimulator hier programmiert ist? Erzähle ich auch noch kurz. Also wie gesagt, das ist ein Basic-Programm, wo alle Berechnungsroutinen im Basic programmiert sind. Also nicht in Assembler oder sowas, daher auch die Geschwindigkeit. Allerdings, die Anzeigen auch für diese einfachen Darstellungen waren doch zu langsam und so hat der Ron dann trotzdem Unterprogramme in Maschinensprache eingefügt, um überhaupt zum Beispiel den künstlichen Horizont oder auch die anderen Anzeigen irgendwie darstellen zu können. Aber die machen nur Anzeigen. Also die zeigen das an, was in dem Basic-Programm ausgerechnet wird im Wesentlichen. Und der Basic-Source-Code, der liegt ja vor, wenn man so möchte, hat aber überhaupt keine Kommentare drinnen. Also es ist relativ schwer zu lesen. Und ihr habt es schon vorher im Spiel gesehen, es ist ein bisschen ruckartig, das Ganze, denn der Update des Flugzustandes ist nur etwa einmal pro Sekunde. Und ja, jetzt so schaut das dann ungefähr aus. Also ihr seht schon, das ist ein ziemlicher Spaghetti-Code, der hier vorliegt. Und ja. Aber man kann das, wenn man möchte, sich näher anschauen und auch vielleicht verstehen. Also die Variablen-Namen sind einigermaßen sprechend. Ja, und so kann man das dann machen. Kann man das dann versuchen zu verstehen. Ich habe das mir auch angeschaut und auch auf den Browser dann portiert, indem ich dann einfach diesen Basic-Code auch am Browser sehen wollte. Um das Ganze auf den Browser zu portieren, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die ganz einfache natürlich, ich nehme einen C64-Emulator, den es ja auch für die Browser gibt. Das ist ja ein voller C64, der da emuliert wird. Lade dieses Programm hinein und kann ihn dann im Browser ausführen. Also da wäre ich schon fertig. Aber ich habe es, wenn man auch irgendwas tun will, habe ich eine unnötige, aber interessantere Variante gewählt. Ich habe dann versucht, das Basic-Programm in JavaScript zu übersetzen. Also es gibt auch ein bisschen so ein Compiler-Challenge dann, nämlich durch sogenannte Transpilation. Das kann man sagen, ist so eine Art Fachbegriff dafür, wenn man ein Programm aus einer höheren Programmiersprache in eine andere höhere Programmiersprache übersetzt, nämlich vom Basic in diesem Fall im JavaScript. Ich möchte da jetzt nicht zu, auch aus Zeitgründen einfach nicht zu stark ins Detail gehen. Ich sage nur, es zeigt nur ein paar Beispiele her. Man kann dann relativ einfach die Basic-Programme, die man hier gesehen hat, in ein JavaScript-Programm übersetzen. Zum Beispiel so ein Basic-Befehl, das sind jetzt alles echte Programmausschnitte aus diesem Flugsimulator-Programm. Wenn eine Variable einfach
auf 0,001 gesetzt wird, schaut das in JavaScript genauso aus. Das ist einfach eine Zuweisung zu einer Variable. Ich brauche auch in JavaScript, so wie in Basic, die Variable nicht vorher zu deklarieren oder sagen, das ist ein Integer oder ein Float oder sowas, sondern das ist immer ein Float eigentlich. Also es ist sehr ähnlich wie Basic. Oder so die Additionen und arithmetische Ausdrücke gibt es natürlich in JavaScript genauso. Also wenn man das übersetzen will, kann man eigentlich den Basic Source Code nehmen und kann praktisch 1:1 das oder mit einfachen Umformungsregeln übersetzen. So Funktionen wie Cosinus, der ist halt in JavaScript ein bisschen anders. Da muss man math.cos schreiben und so im Basic kannst du einfach Cosinus schreiben. Im Basic gibt es natürlich auch Arrays. Das hier ist das Array FS und das erste Element wird da auf 24 gesetzt. Gibt es in JavaScript auch, nur hat man da eckige Klammern. Aber also wie ihr seht schon, es ist eine relativ 1:1 Übersetzung mit ein bisschen anderer Syntax. Also da geht das meiste. Geht das meistens ganz einfach. Und das einzige Problem sind die Go-Tos, da gehe ich jetzt nicht stärker ins Detail, auch aus Zeitgründen. Das Basic springt natürlich, oder gerade dieses Programm auch, springt ziemlich stark herum im Code mit den Go-To-Befehlen. Da kannst du überall hinspringen, wie du willst, quer, kreuz und quer, vor und zurück, unendlich Schleifen bilden, if-thens und so weiter. Aber leider haben moderne Programmiersprachen, so wie auf JavaScript, die gehört ja auch dazu, haben kein so Go-To. Und jetzt musst du halt einen Trick finden, um das trotzdem irgendwie zu schaffen, einen Go-To-Ersatz schaffen. Und wie gesagt, ich gehe jetzt nicht stärker ins Detail. Das kann man schaffen, indem man das gesamte Basic-Programm, hier ist ein Beispiel, so eine unendliche Schleife, wo ein Go-To drinnen ist, also wo Hello gedruckt wird, dann wird das erhöht um 1, das X, und man springt wieder auf 10, kann man im JavaScript zum Beispiel mit so einem Konstrukt, mit einer Unendlichschleife und einer eingebetteten Switch-Konstruktion auch bauen. Also wie gesagt, ich würde jetzt einfach aus Zeitgründen nicht zu stark hier in die Tiefe noch gehen. Aber es geht, also man kann da schöne eine Simulation dieses Go-Tos schaffen, auch in JavaScript, dass das Go-To eigentlich gar nicht hat. Es geht auch mit bedingten Sprüngen. Ich selber habe dann so einen kleinen Transpiler einfach in JavaScript geschrieben, und zwar, ich nenne das jetzt bewusst halbautomatischen, indem ich einfach das Basic-Programm mit vielen so Replace-Statements, wo man in JavaScript sehr nett, auf sehr angenehme Weise sogenannte Regular Expressions nutzen kann, habe ich einfach dann übersetzt auf JavaScript-Code. Also das ist eigentlich nur eine reine Zeichen- oder String-Übersetzung. Das ist kein großes Parsen von dem Basic-Programm und dann ein schlaues Kompilieren oder so, sondern es ist wirklich nur eine String-Ersetzung. Also wenn ich irgendwo im Code ein Then sehe und dann gefolgt von einer oder mehreren Ziffern, dann übersetze ich das zunächst in Schritt 1 einmal auf Then Go To 1. Also dann füge ich sozusagen das Go To hier ein und dann geht es so weiter. Oder so ein REM, ein Remark-Kommando wird einfach auf einen doppelten Schrägstrich übersetzt. Das ist das JavaScript-Pendant. Oder die Peak-Funktion, da habe ich dann eigene Funktionen geschrieben, die das simulieren. Also es ist eigentlich nur eine reine String-Replacement. Und ist auch nur halbautomatisch. Also das Programm, das da rauskommt, ist noch nicht fertig. Das muss ich dann noch händisch nachbearbeiten für ein paar Sachen, aber eben nur an wenigen Stellen. Und so hat mir das Programm, dieser Transpiler auch ein bisschen oder stark geholfen, das auf JavaScript zu bringen. Was dann rauskommt, ist ein ziemlich langes JavaScript-Programm, das in einer riesigen While-Schleife mit einem riesigen Switch-Statement all diese Basic-Befehle, diesen Code, den ihr da gesehen habt, dann einfach in gleich semantisch gleichwertiges JavaScript, dass das eben enthält, dann in gleichwertigem JavaScript. Also so schaut das dann ungefähr aus, das Ergebnis. Das ist ein JavaScript-Programm, das eigentlich 1:1 aus dem Basic-Programm abgeleitet ist. Da ist zum Beispiel so ein Go-To drinnen, dann braucht man dann einen Break nachher. Und hier, weiß ich nicht, die HR ist gleich HR plus RA durch 15. Also es sind lauter Befehle aus dem Basic-Programm eigentlich, wo einfach mehr oder weniger fast 1:1 in JavaScript übersetzt worden sind. Was rausgekommen ist, ist dann ein JavaScript im Browser ein Programm, mit dem ich so fliegen konnte. Das läuft eigentlich praktisch diese Übersetzung des Basic-Programms, und ich habe mir einfach nur nicht diese Instrumente jetzt gezeigt, sondern einfach nur angezeigt die Variablen, diese einige Basic-Variablen, die da drinnen stehen, also zum Beispiel die Höhe,
wie das Flugzeug fliegt, die Position, die westliche Position, die nördliche Position, Heading, Roll und Pitch, also wie das Flugzeug in der Luft liegt. Diese Variablen habe ich da einfach mal angezeigt und ich konnte schon einmal fliegen im JavaScript und im Browser, indem ich einfach eben die Tasten bewegt habe. Und also es ist eigentlich das Gleiche, was man vorher auf dem C64 gesehen hat, nur nicht so in schönen Instrumenten, sondern einfach nur mit Zahlen dargestellt. Diese Zahlen, wenn man sich die anschaut, kann man aber sagen, okay, die Position West, die Position Nord und die Altitude ergeben eigentlich die X, Y und Z-Koordinate des Flugzeugs im Raum. Und zwei weitere Variablen, nämlich das Heading und der Pitch, zeigen an, in welche Richtung schaut das Flugzeug, zeigt das Flugzeug gerade. Also X, Y und Z, wo ist es im Raum? Und die Blickrichtung, also wo schaut das Flugzeug hin? Und dann noch der Roll, also wie liegt das Flugzeug in der Seite? Das ist eigentlich so eine Art Kopfneigung. Also ich habe dann im Raum ich habe im Raum das Flugzeug, die Position und die Richtung des Flugzeugs. Und wenn ich das eigentlich habe, dann kann ich eigentlich das machen, was der Ron Lantyre nicht geschafft hat mit Basic auf dem VC20. Ich kann das Ganze auch in einer 3D-Landschaft darstellen. Weil die Landschaft selber habe ich ja auch. Ihr habt gesehen, die Mastermap in dem Manual, das ist eine Darstellung der Landschaft von oben, aber die Höhen, die Y-Höhen sozusagen, die Elevations, sind hier überall angegeben. Also das ist eigentlich eine gegebene Landschaft. Und ich habe das dann auch gemacht. Also ich habe neben diesen Zahlen, die ich da gezeigt habe, habe ich dann abgeleitet aus den Koordinaten und aus dieser Mastermap eine 3D-Ansicht dazu gebastelt, auch mit Free.js. Das ist so eine JavaScript-Library, die eine 3D-Darstellung recht leicht ermöglicht. Und außerdem habe ich noch eine kleine JavaScript-Library gefunden für Zeigerinstrumente von Flugzeugen. Die heißt svgacinstruments.js und das ist einfach ein ganz nettes Tool, das auch die wichtigsten, also dieses Sixpack im Wesentlichen, zum Beispiel, wo man ganz leicht grafische Darstellungen dieser Instrumente gemacht hat. Das habe ich dann noch dazu gebaut zu meiner Browser-Version und zeige das jetzt hier einfach im Browser noch halt fast zum Abschluss, was dann der letztliche Outcome gewesen ist, der jetzt immer noch nicht ganz fertig ist. Aber das ist jetzt mein Stand auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, also ihr seht hier, das ist genau dieser Simulator vom VC20, läuft jetzt im Browser, da läuft dieses Basic-Programm drauf. Da sind die sechs Instrumente im Wesentlichen und noch andere Instrumente abgebildet, die Koordinatenangabe und so ist auch noch dabei. Und jetzt, das ist die Landschaft, also in der man sich dann bewegen wird, von weit, sehr weit oben. Und ich starte jetzt einfach einmal die Simulation, wenn es mir gelingt. Genau, also und das Ganze sehe ich jetzt natürlich aus der Sicht des Piloten. Also dieser obere Teil, den gibt es natürlich am C64 und VC20 nicht. Da sieht man nur die Instrumente, aber ich habe eben die Sicht nach außen noch dazu gebaut. Also hier ist die Landebahn, ich gebe jetzt einmal Gas. Und das, was man am VC20 nur mit Zahlen, beziehungsweise also nur mit diesen Koordinaten und mit den Instrumenten sieht, sieht man jetzt auch 3D nach außen. Also ich bewege mich jetzt nach vorne. Hier sehe ich den Tacho, diesen Airspeed-Indicator. Und wenn ich ungefähr 80 Knoten habe, dann ziehe ich die Maschine hoch. Und ihr seht hier an dem künstlichen Horizont, also da bewege ich mich dann in den Himmel hinein und die Außensicht repräsentiert das auch. Und ihr seht schon, die Landschaft hier, die ist sehr eckig. Das ist halt einfach nur das abgebildet, was diese Mastermap eben beinhaltet, nämlich eine ganz einfache Landschaft. Genau, und das so kann man fliegen, da kann man auch was sehen, man kann sich hier auch bewegen. Ja, also es ist auch hier nicht besonders aufregend zu fliegen, aber dennoch ist es schwierig. Also wenn man da versucht, da aufzusteigen und dann wieder zu landen, das ist gar nicht so einfach. Man muss nämlich beim Flugzeug immer aufpassen, dass man nicht zu schnell wird, weil das halten dann die Tragflächen nicht aus. Und dass man nicht zu langsam wird, weil dann reißt die Strömung ab und der Flugzeug fällt nach unten. Also man muss immer versuchen, eine richtige Balance hier, dass diese Geschwindigkeit immer passt, zu finden zwischen dem Steigungswinkel und dem, wie viel Gas man gibt. Ich habe jetzt Vollgas gegeben, die Throttle ist hoch. Also wenn ich das Flugzeug jetzt hochziehe,
dann seht ihr hier, dann fällt die Geschwindigkeit. Klar, dann muss er mehr leisten, dann fällt die Geschwindigkeit. Wenn es zu tief wird, dann falle ich zu Boden. Jetzt gehe ich schnell wieder durch die Nase wieder nach unten, sodass die Geschwindigkeit wieder steigt und ich nicht mehr so stark ansteige. Nicht? Also diese Balance muss man immer finden, damit einfach das Flugzeug nicht abstürzt. Und ganz schwer ist natürlich auch dann zu landen. Das ist überhaupt extrem schwierig, auch mit der Außensicht. Ja. Also hier stehe ich jetzt, aber es fehlt noch einiges. Also es ist noch nicht sehr schön zu bedienen. Da bräuchte man noch ein bisschen mehr und eine Erklärung und so weiter. Ja, also vor einem halben Jahr habe ich an dieser Stelle dann aufgehört zu programmieren. Genau, das war es im Wesentlichen. Warum ich nicht weitergekommen bin mit diesem kleinen Projekt oder nicht, ich bin eh schon ziemlich weit gekommen, aber eben noch nicht wieder den wirklichen Abschluss nicht ganz gemacht. Ja, das wollte ich hier an der Stelle nur ganz kurz anreißen. Es hat mich natürlich wieder viel Interessantes abgelenkt. Ich habe mich dann mit Dingen beschäftigt aus der Fliegerei, eher theoretisch, wie kann man diese Fluggleichungen machen, wie funktioniert der reale Flugbetrieb, wie sind moderne Flugsimulatoren, also heutige Flugsimulatoren. Und ich bin dann auch ein bisschen so in diese Flugsimulationsszene reingetaucht. Das finde ich alles wirklich sehr interessant. Kann ich jetzt natürlich hier nicht groß berichten. Eines der spannenden Themen war für mich das VATSIM. Also von euch, jemand von euch das schon gehört hat, das ist was Modernes jetzt. Das ist ein Virtual Air Traffic Simulation Network. Das ist eigentlich ein Server zum gemeinsamen Fliegen, wo Leute mit modernen Flugsimulatoren natürlich sich mit dem Server verbinden. Die Piloten können dort fliegen und können gemeinsam fliegen. Jeder sieht sich in seinem eigenen Simulator, die Daten werden dort ausgetauscht. Sie können mit Sprechfunk, wie im echten Leben sozusagen, miteinander sprechen und auch mit dem Fluglotsen sprechen, die es da auch gibt. Das sind also Leute, die rein auf dem Boden sind und mit einem eigenen Client auch mit dem Server verbunden sind und hier ein Radar- und Tower-Sicht haben und wie echte Fluglotsen agieren können. Also das wäre wirklich eine spannende Szene. Wenn das interessiert, der kann sich da mal reinlesen auch und gibt es auch dann auf Twitch dann Dinge zum Live-Zuschauen und auch dann selber mal probieren. Und ich habe mich dann ein bisschen angeschaut, was denn moderne Flugsimulatoren können. Momentan ist der beste, glaube ich, der Microsoft Flight Simulator 2020 vor kurzem rausgekommen. Also und in diesen Simulatoren sind natürlich die Flugsimulationserlebnisse noch total realistisch. Das ist echt ein Wahnsinn. Da ist die komplette Erde drin, nicht so eine kleine Hilfsmap oder so, sondern die ganze Erde wird aus Weltkarten und Satellitenbildern aufgebaut und man kann da sich wirklich auf der echten Welt sozusagen bewegen. Alle Gebäude werden aus OpenStreetMap mit AI-Mitteln generiert, also so, dass das möglichst realistisch ausschaut. Das Wetter wird aus dem Internet quasi real runtergeladen und simuliert. Man sieht auch die anderen Flugzeuge und kann mit denen online auch sprechen. Also auch reale Flugzeuge, wie sie draußen heute zum jetzigen Zeitpunkt der Realität fliegen. Also all diese Dinge haben mich abgehalten, noch weiterzumachen. Ja, und jetzt ist es schon wieder ein bisschen her. Und ja, jetzt weiß ich nicht, ob es noch einmal fertig wird. Vielleicht in einem Jahr oder so, dass ich dann wieder mal darauf zurückkomme und dann den Rest noch fertig schreibe und dann auch dieses kleine JavaScript-Programm dann einfach publizieren werde. Aber momentan, ja, ist es noch bei 90%, würde ich sagen. Ja, danke, das war's. Ich bedanke mich, dass ich wieder mal kurz berichten durfte und ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert, auch einmal ein ähnliches Projekt anzugehen oder vielleicht auch einmal wieder einen Flugsimulator auszuprobieren oder auch diesen Flugsimulator auszuprobieren. Wie gesagt, trotz einfacher Grafik habe ich ihn nicht uninteressant gefunden und nicht und gar nicht so einfach zu spielen gefunden. Ja, danke, das war's von meiner Seite. Ja, Norbert, vielen, vielen herzlichen Dank für den gelungenen Vortrag und den Einblick in die wundersame JavaScript-Werkstatt, die du immer wieder und in der du dich wahnsinnig wohlfühlst und die Transpiler und immer mit sehr viel Liebe und Achtung für das Kleine. Und jedes Mal ist in dem Vortrag so dieser Moment da, okay, bis hierhin weiß ich, wie weit der Norbert geht. Und jedes Mal kommt nochmal eins obendrauf, wo man sich dann denkt, okay, jetzt hat er dann doch wieder das Unerwartete getan. Ich finde es super. Ich freue mich jedes Mal wieder. Die 3D-Ansicht ist sehr, sehr gelungen. Also prima. Und jetzt würde ich gerne fragen, ob es denn Fragen generell gibt. Ich kann mir vorstellen, da sind einige vorhanden. Ja, ich hätte eine Frage.
Ich bin ja nicht so der Crack mit Flugsimulation. Du hattest auf dem, ich sag mal, auf dem Armaturenbrett die absoluten Koordinaten drauf. Das hast du ja in echt nicht. Das ist das, was ich jetzt nicht verstehe, weil du hast die sechs Instrumente, aber einmal hast du die absoluten Koordinaten als Hilfsmittel. Aber die gibt es ja im echten Flugzeug nicht. Ja, guter Punkt. Ja, tatsächlich. Das kommt dann, es gibt es schon, also in heutigen Flugzeugen natürlich schon mit dem GPS-System, wenn man so möchte, hast du die Ja. absoluten Koordinaten. Und auch damals schon in den 80er Jahren gab es die absoluten Koordinaten. Und zwar, da hat es das GPS in der Form noch nicht gegeben, aber sowas Ähnliches. Also das hat sich LORAN genannt, ein LORAN-System. Das ist eine Abkürzung für Long Range Navigation, glaube ich. Und da wurden so mit riesigen, extrem hohen Funkmasten eigentlich, war es möglich, mit Funk die Position zu bestimmen. Diese Koordinaten, wo dann die Nord- und Westkoordinate, diese absoluten Koordinaten, angezeigt werden, die hast du dann auch damals tatsächlich schon gehabt. Also nicht mit Satellit, aber eben über das Funkmastennetz konnte da navigiert werden. Da waren in der Cessna, waren so Digitalanzeigen, das war ein eigenes Gerät eigentlich, waren so Digitalanzeigen eingebaut, wo man mit roten LEDs, also mit diesen typischen Sim-Segment-Anzeigen, konnte man diese Koordinaten dann ablesen. Aber du hast recht, ich glaube, wenn man dieses LORAN-System nicht hatte, wenn du das nicht eingebaut hast, das war, glaube ich, eine Zusatzausstattung für die Cessna, dann hast du das nicht gesehen. Ja? Dann konntest du die absoluten Koordinaten nicht sehen. Stell mir auch vor, dass es dann schwer ist zu navigieren. Aber es gab auch noch andere Instrumente. Das waren also vor allem in der Nähe des Flughafens, das ist DME ist dort gestanden, das ist Distance Measuring Equipment. Da konntest du dann, das hat die Entfernung von der Landebahn angezeigt und die Lage zur Landebahn. Auch so Hilfsinstrumente, die haben aber nur in der Nähe des Flughafens funktioniert. Okay. Also prinzipiell hast du recht, also ich glaube, mit Flugzeugen, wo du dieses LORAN-System nicht hattest, da kannst du nicht blind fliegen. Ne? Oder du weißt Okay. ja nicht, wo du bist. Ja. Genau, würde ich auch so sehen. Ja. Okay, Aber danke für die ausführliche Antwort, weil ich ja, wäre einfach bitte. nach Gehör geflogen. Ja, Ja. oder? Genau. Wie das die echten Piloten machen, weiß ich auch nicht. Aber es gibt tatsächlich, wenn du den Flugschein machst, gibt es zwei Varianten. Du kannst den Flugschein machen. Ich bin auch kein großer Crack, aber ich habe das dann halt gelesen. Du kannst den Flugschein machen nur für Visual Flight Rules. Also das ist leichter, wenn du nur einen ganz normalen Privatpilotenschein machst. Dann darfst du aber nur bei Tag fliegen, bei guter Sicht. Wenn du auch bei Nacht oder Nebel fliegen möchtest, dann brauchst du sozusagen eine Erweiterung zum Flugschein eben nach diesen Instrument Flight Rules, wo du dann das lernst und auch nachweist, dass du das kannst, sodass du dann auch in der Nacht starten darfst. Ja, schade, dass heute der Cessna-Pilot, der Ralf, nicht dabei ist. Ah, okay, ja, der hätte da Ja. sicher voll viel erzählen können, weil ich bin, wie gesagt, auch kein guter Flieger-Crack. Ja, aber ich habe das wirklich interessant gefunden auch. Ja, und vor allem die Szene, die es Alles da heute gibt. Also wenn euch das einmal interessiert, das kann ich auch wärmstens empfehlen. Da gibt es Leute, die machen unglaubliche Dinge, so ähnlich wie unsere Szene ein bisschen. Ne? Die bauen da eigene Cockpits und verbinden sie mit dem Simulator, also physische Cockpits. Und das finde ich auch toll. Ja. Das habe ich lustig gefunden. Ich habe mich auch Okay, mal der mit dem nächste. Microsoft Flight Simulator beschäftigt und da gibt's genau, da kann man auch solche Prüfungen machen im Flight Simulator und das wird unterschieden, ob man jetzt mit Außensicht fliegt oder nur mit Instrumenten. Cool, also musst du dann die Prüfung machen wahrscheinlich, oder? Genau, Sogar. ich denke, Ja, das war genau. in 2002 drin. Ach, Wahnsinn, ja. Also auch auf diesem VATSIM-Netzwerk zum Beispiel, da kann jeder fliegen, also mit anderen gemeinsam in einem echten Luftraum, also simuliert natürlich, aber. Und es gibt auch Leute, die Fluglotsen machen dort, Fluglotsendienst machen in diesem Flugsimulator. Also alles nur Hobbyisten eigentlich. Aber auch dort musst du so eine Art Prüfungen machen. Also damit du dort mitmachen darfst überhaupt, musst du Prüfungen ablegen und erst dann lassen die dich einen Fluglotsen machen dort oder vielleicht sogar fliegen. Ja. Das ist interessant. Ja. Also diese Simulatorenwelt, du kennst dich da offenbar ganz gut aus. Das ist wirklich eine eigene Szene, die da wirklich wie echte Piloten in ihren simulierten Maschinen, also wirklich mit einer ähnlichen, da habe ich oft gedacht, da musst du so gut sein wie ein echter Pilot schon fast, wenn du das Ding gut fliegen willst, weil die Simulationen wirklich realistisch sind. Die ersten Microsoft-Flugsimulatoren haben sich auch in den 80er Jahren ja damit gebrüstet, dass wenn man diesen Flugsimulator beherrscht und dort fliegen kann, dann kann man auch eine echte Cessna fliegen. Also Ja. damals auch schon von der Flugphysik her so realistisch, dass die gesagt haben, das klappt dann.
Wow, ja. Ja, also das, ich glaube, also die erste, die ich habe dann gelesen einmal auch zur Geschichte ein bisschen, da die ersten, also dieses IFR-Programm war ziemlich erfolgreich, aber bald drauf, paar Monate später oder also ein halbes Jahr später, sind dann war der erste Simulator mit Außensicht am C64, war dann von der Firma Sublogic, so 84 glaube ich herum. Und diese Firma Sublogic hat da auf dem C64 oder Apple auch oder vorher noch auf dem Apple auch oder auf dem TS80 mit ihrem Flugsimulator mit Außensicht angefangen und hat das dann weitergetrieben und ist letztlich von Microsoft, glaube ich, gekauft worden oder so ähnlich. Und oder ihre Software war die Basis für die heutigen Microsoft, also waren die ersten Microsoft-Flugsimulatoren. Also diese Firma Sublogic, die den ersten C64-Simulator gemacht hat, ist dann in der Microsoft aufgegangen. Also das ist eigentlich interessant, dass solche Firmen in der oder zumindest ja, diese Experten, ja, dass sich das so lange in die Vergangenheit öfter mal verfolgen lässt. Was passiert denn eigentlich, wenn man aus dem Flugraum rausfliegt? Hat man dann nur noch einen luftleeren Raum oder? Ja, gute Frage. Ich glaube, müsste ich mal checken. Ich glaube, weiß nicht, laufen dann die Variablen über oder stürzt der Flieger einfach ab. Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe es einmal versucht, aber ich müsste es einfach ausprobieren. Ja, schwer zu sagen. Ich schätze, irgendein Problem wird es wohl geben oder man stürzt ab vielleicht. Ja, also das könnte ich jetzt nicht beantworten. Kann man ausprobieren. Am C64 kannst du es ausprobieren. Das Programm gibt es eh zum Runterladen irgendwo. Kannst du im Emulator dann spielen. Norbert, mich würde jetzt von der Flugphysik noch interessieren. Du hast ja gesagt, dass da auf der Karte verschiedene Höhenprofile angegeben waren und der Altimeter gibt jetzt die Höhe über Grund an, oder? Oder ist das ein barometrischer Altimeter? Es ist ein barometrischer Altimeter, gibt die absolute Höhe, also die Höhe über Meeresspiegel eigentlich an. Also es geht mit Luftdruck, genau wie du das richtig vermutet hast. Normalerweise ist es in diesem Fall auf jeden Fall auch. Also du musst wissen, der Höhenmeter gibt also die Höhe nicht über Grund an, sondern die tatsächliche Höhe. Also die Höhe über Meeresspiegel. Du musst Genau. immer die Differenz ausrechnen. Ja. Genau, das muss ich im Kopf machen, weil ich die Höhe über Grund nicht kenne. Das heißt, ich fliege einfach stumpf in die 600 Fuß hohe Wand rein, wenn ich da einfach nicht dran denke. Musst du die 80 dazu rechnen. Aber ich glaube, du konntest den Höhenmesser auf Null stellen. Also beim echten Flieger kannst du den Höhenmesser, glaube ich, wenn du da am Boden stehst, kannst du ihn auf Null stellen, dann quasi hat er dann das als Referenz, Ja, aber wenn man er so sagt mir ja möchte. nur die absolute Höhe. Das heißt, ich fliege in den Berg rein, ich sehe ihn ja, ich fliege da Du rein. siehst ihn nicht, genau, ja. Du fliegst einfach Einfach rein. fresh, oder? Ich muss also quasi auf der Karte die Höhe wissen. Genau, du musst die Höhe wissen, wie hoch du fliegen musst. Genau, das musst du von der Karte wissen, sehr richtig. Ja. Okay. Wie ich das Programm zum ersten Mal gespielt habe, da kannte ich das überhaupt. Da hatte ich ja kein Handbuch aus verständlichen Gründen, weil ich das wäre beim Original, beim gekauften Produkt dabei gewesen. Da wusste ich gar nicht, dass es eine Landschaft gibt. Also da habe ich mich immer gefragt, warum bin ich jetzt tot? Also aber mit der Karte, genau. Also und so, also wenn du da kein modernes Equipment hast mit heutigen Flugzeugen, ist die Karte sozusagen ja klarerweise alles gespeichert und alles dabei. Aber damals, da musstest du echt die Karte auf Papier quasi mithaben. Und den Höhenmeter, um dann wirklich im blind fliegen zu können. Gar nicht, also das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Wenn es um dein eigenes Leben geht, noch dazu. Also da. Und die Landung habe ich denn irgendeine Aussage über meinen zurückgelegten Weg oder wie habe ich den nächsten Flughafen angepeilt? Ich meine, ich weiß ja nur, wie schnell ich in welche Richtung geflogen bin. Also ich stelle mir jetzt unheimlich, also ohne Navigationshilfen ist es wahrscheinlich unheimlich schwer, da die Landepiste zu treffen, oder war das Ja, also. gar keine Aufgabe an der Stelle? Ja, sehr schwer. Das Schwierigste ist das Landen. Also überhaupt, du startest von deiner eigenen Startbahn, dann drehst du eine Runde und landest wieder. Es ist unglaublich schwer, dass du das findest. Du hast ja nur die Zahlen. Du hast zwar die Karte, da ist der Flughafen eingezeichnet und kennst die Koordinaten des Flughafens und mit diesen Koordinaten Nord und West, da kannst du schon hinfinden in die Nähe. Ich habe jetzt nicht alle Instrumente erklärt. Es gibt auch noch so ein Landehilfssystem, Instrument Landing System nennt sich das, ILS abgekürzt. Das ILS ist da. Okay, dann bin ich, wenn ich im Landeanflug bin, bekomme ich da Feedback, dass ich im Korridor bin. Okay, Genau, da richtig. Da dann kann man das blind hinbekommen. Und dann ist man auch, der Trichter geht ja ziemlich weit auf. Und dann, wenn ich da drin bin,
dann kann ich auch landen. Okay, das erklärt es. Danke. Genau, mit dem ILS geht es wahrscheinlich sonst, glaube ich, fast. Sonst wäre es wahrscheinlich unmöglich. Ja, theoretisch vielleicht. Ja. Irgendwann auf dem Boden und dann bin ich auf der Piste. Oder? Genau. Also ich habe es trotz ILS nicht gut, noch nie geschafft, gut zu landen oder überhaupt nicht. Gut, also ich habe die Flugbahn, die Landebahn schon getroffen, aber meistens mit Crash oder immer mit Crash eigentlich. Also es ist viel Übung. Musst du einfach wie bei Elite genügend Geld verdienen, um einen Landecomputer kaufen zu können. Ja, genau. Richtig, ja, das würde helfen. Danke, Norbert, nochmal für den netten Vortrag und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bin schon ganz gespannt. Ich danke euch. Viel Spaß.